Ein Auszug aus Ingvar Arnbjørnsen, Weiße Nicker, übersetzt aus dem Norwegischen von Gabriele Hefs. Erschienen in der Edition Nautilus. Erstes Buch, B52. 1. 1983 schickte sich an, ein restlos elendes Jahr zu werden. Ein Ärger folgte auf den anderen und meine arme Birne, die sowieso noch nie irgendeine besondere Stärke gezeigt hatte, mochte nicht mehr aller Welt als Punching Ball dienen. Januar und Februar hatten sich dahingeschleppt, während ich versuchte, mein einjähriges Rotweingelage und zugleich einen Roman zu beenden, der mich noch viel länger geplagt hatte. Meine Romane fingen an, meine Gesundheit anzusägen. Das sah ich ein, aber es war ja auch eine Tatsache, dass just diese Romane mich am Leben hielten. Ich traute mich nicht mehr, verbotenen Stoff zu dealen, und seinem Einbruch ab und zu war ich auch zu feige, im Gegensatz zu Ed und den anderen. Ich hielt mich an die Schreibmaschine, trank und träumte, ich lebte in einem Vakuum. Ich war in Spanien, als ich versuchte, mir auf diese stille Tour das Leben zu nehmen. Der Rotwein war fast so billig wie die Träume, die Wörter jedoch verdammt teuer und höchst selten von Top-Qualität. Nach und nach hielt ich mich mehr und mehr an das, was billig oder gratis war. Tagsüber schlief ich, nachmittags schrieb ich ein paar Stunden, nachts wurde getrunken. Ich hatte mit niemandem zu tun und ich hatte den Spiegel tief im überfüllten Kleiderschrank versteckt. Es kam vor, dass ich betete, doch aus einem unerfindlichen Grund hatte Gott mir nichts Besonderes zu sagen. Ein halluzinatorisches Flüstern nach dem vierten Liter Tinto, das war alles. Die Nächte in Spanien waren schön, gleichzeitig weich und hart. Mitten in der tiefen Finsternis schafft die Wärme ein versöhnendes Licht. Ich konnte mit meinem Wein auf dem schmalen Balkon sitzen und mir erzählen, dass die Welt noch bis Ostern stehen würde, dass es mir im Grunde gut ginge. Hoffnungslose Lügen. Schließlich lebte ich von wohlartikuliertem Bluff und konnte solche Blattheiten nicht hinnehmen. Dass die Welt bestehen würde, schon möglich, wenn es auch nicht eben wahrscheinlich wirkte. Aber es ging mir nicht gut. In mir gab es eine andere Nacht, eine Polarnacht, die immer mächtiger wurde, lähmend, eiskalt. Nicht einmal Pacos bester Rotwein konnte meine Seele auftauen, wenn die Scheiße in mir um sich griff. Ich hatte Angst. Angst wie Lorca, als er auf der staubigen Landstraße stand und darauf wartete, dass die Faschisten ein oder fünf Bleikugeln in sein schönes Dichterhirn pflanzten. Ich verließ Lorcas Land, ehe etwas oder jemand mich zu fassen bekam. Es war einer dieser idiotischen Fluchtversuche, zu denen man sich ab und zu getrieben fühlt. 110% sinnlos. Man schüttelt seine Verfolger nicht so schnell ab, wenn sie sich erst an der Innenseite des Schädels festgekrallt haben. März. Oslo war unverändert. Oslo ist immer unverändert. Vor mehr als einem halben Jahr hatte ich diese sinnlose Expedition angetreten, doch bei der Heimkehr verspürte ich keine Freude. Vielleicht lag es daran, dass ich in dieser Stadt nie ein Zuhause gehabt hatte. Als ich, in der einen Hand den Koffer, in der anderen die Schreibmaschine, auf dem Philippstadt-Kai stand, grübelte ich lange darüber nach. 7, 8 Jahre meines Lebens hatte ich in dieser Stadt totgeschlagen. Doch das kam mir eher wie ein etwas ausgedehnter Besuch vor. Ich sah vor mir Sofas und Divane und auf den Boden geworfene Matratzen. Ich sah Wolldecken und verschlissene Schlafsäcke, hier und da eine Bettdecke, doch nie eine, die mir gehörte. So hatte ich geschlafen, so hatte ich gewohnt, bei Freunden oder zufälligen Bekannten und bei Feinden und gänzlich Unbekannten. Ich hatte nie in meinem Leben für irgendetwas einen Mietvertrag besessen, nicht einmal für ein Außenklo. Ich starrte also Rathaus und Westbahnhof an und wusste, dass ich nichts hatte als 3 Romane, die schon in den Bibliotheken standen, sowie einen möglicherweise brauchbaren im Koffer. Beim Nationaltheater nahm ich die Straßenbahn und gönnte meiner Zukunft 1 oder 2 Gedanken. Ehe ich nach Spanien gefahren war, hatte ich ein Jahr lang mit einer Frau zusammengewohnt. Es war ihre Wohnung, ich war wie üblich Gast. Nun kam es mir ganz natürlich vor, diese Wohnung anzusteuern, auch wenn ich mir nur wenig Streicheleinheiten erwartete. Vor meiner Abreise hatte sie ganz deutlich gesagt, dass ich nicht damit rechnen könnte, dass unsere Beziehung eine Abwesenheit von mehr als 3 Monaten überleben würde. Und ich war doch über ein halbes Jahr weg gewesen. Ich hatte einen Roman, aber keinen Brief,
und keine Karte geschrieben. Lisa war in Ordnung, aber sie hatte ein solches Bedürfnis nach Liebe, dass sie schon lange vor der Spanienreise hatte passen müssen. In meinem Bett lag ein fremder Kerl. Falsch. In Lisas Bett lag ein fremder Kerl. Und so sollte es auch sein. Lisa hatte ihr eigenes Bett, ihren eigenen Willen und ihr eigenes Leben. Und sie hatte natürlich nicht 6 Monate lang tatenlos herumgesessen und auf einen mittelmäßigen Schreiberling mit Dutzenden von Unsitten gewartet. Ich konnte ihr wirklich keine Vorwürfe machen. Tatsächlich hatte ich in Spanien so wenig an sie gedacht, wie ich an sie geschrieben hatte. Der Kerl im Bett konnte außerdem ihre riesengroße Liebe sein. Amor höchstpersönlich in menschlicher Gestalt. Ich hatte durchaus nicht vor, ihn in aller Herrgottsfrühe anzumachen. Er wachte auf, als ich das Wohnzimmer betrat. Die Wohnung hatte nur ein Zimmer, es war dunkel, denn die Jalousien waren heruntergezogen. Ich konnte aber sehen, dass unter der Bettdecke etwas lebte. Lisa ging offenbar irgendeiner Arbeit nach, falls sie nicht zur Schule ging. Ab und zu kam sie auf solche Ideen. »Grümpf«, sagte er, noch völlig erschlagen von Schlaf und bizarren Träumen. »Das ist bloß der Vorname«, antwortete ich. »Die Welt geht zum Teufel, wenn wir uns nicht bald zusammenreißen.« »Was zum Teufel?« Er fuhr hoch, als hätte ich ihm eins mit dem Gürtel verpasst, und sprang mit einem Riesensatz aus dem Bett. Seine Haare standen nach allen Seiten und er war so nackt wie an dem Tag, an dem er zum allerersten Mal seine Mutter verlassen hatte. Wäre ich nicht in so gedämpfter Stimmung gewesen, hätte es leicht zu einer Abrechnung von Mann zu Mann kommen können. Er gehörte zweifellos zu der morgenmuffeligen Sorte, die es einfach nicht schätzt, wenn die Ehemaligen der Alten ohne anzuklopfen hereinkommen und nicht mal die Mütze abnehmen. »Was zum Teufel?« wiederholte er und nahm sich diesmal die Zeit, ein winzig kleines Fragezeichen hinterher zu spucken. »Ganz ruhig«, sagte ich, »ich will ja die Post holen.« »Die Post?« Er brüllte noch immer, wurde aber leicht verlegen, als er seinen Schwanz bemerkte. Die Morgenerektion war noch nicht ganz verebbt. »Na, Briefe, Karten, Rechnungen und so. Das, was der Postbote in den Kasten an der Wand stopft.« Ich nickte in die Richtung der grünen Briefkästen. »Post?« fragte er abermals. Er benahm sich sowieso, als gelte es, fremdsprachige Vokale einzuüben. Allerdings hat er sich nun doch etwas gedämpft und hielt nach seiner Unterhose Ausschau, die zusammengeknüllt vor dem Bett lag. »Wie zum Teufel bist du hereingekommen?« »Mit meinem Schlüssel«, antwortete ich und setzte mich in den unbequemen Sessel neben dem Koksofen. »In Zukunft werde ich wohl wenig Verwendung dafür haben.« »Ach, Scheiße, du bist das!« »Das lässt sich wohl nicht leugnen.« Er stieg in seine Unterhose und machte sich an der einen Jalousie zu schaffen. Lärmend schnellte sie zur Decke, wie immer, wenn jemand den Trick nicht kannte. Ich schätzte, dass er noch nicht lange im Spiel sein könnte. Das kränkliche Licht, das immer gleich halbtot war, weil die Wohnung an einem engen Hinterhof lag, strömte widerwillig über seinen blau-weißen Körper. »So, so, der Herr Schriftsteller ist also aus der großen Welt zurückgekehrt. Herrgott, was schreibst du bloß für einen Pisskram?« Er zwang ein Gähnen hervor, das ihm wohl das Aussehen eines platzierten Rezensenten verleihen sollte. »Die Post«, sagte ich. Ich war gerade nicht in der richtigen Stimmung, um mit fremden Kerlen Literatur zu diskutieren. Er zog Hose und Pullover an. »Hier im Haus kriegt bloß Lisa Post.« »Affengeil«, sagte ich. »Wo ist Lisa?« »Job, sie putzt 4-mal die Woche im Hauptbahnhof Züge. Sie kommt bald wieder.« »Verdammt«, sagte ich. »Komm, trinken wir einen. Ich habe einen halben Johnny Walker im Koffer.« »Ich trinke nicht«, antwortete der Tropf. Ihm war offenbar nicht klar, dass ich schon 1000-mal einen Blick wie den seinen gesehen hatte, wusste nicht, dass ich in diesem Blick wie in einem offenen Buch mit Schrift für Sehbehinderte lesen konnte. »Alkoholiker«, stand in diesem Buch. Ich konnte nicht begreifen, dass Lisa schon wieder in denselben Sumpf geplumpst war. »Setz dich«, sagte ich, »red kein Blech, ich habe auch eine Stange Prinz.« Er hieß Thorstein und beruhigte sich nach und nach. 2. Lisa packte meine Rückkehr im Grunde gut. Sie begnügte sich mit der Feststellung, ich sei ein unzuverlässiges Arschloch und meine Romanpersonen unglaubwürdiger als Tarzan und Old Shatterhand zusammen. Dann wurde mir ein Willkommenskuss mit Frostschaden auf die Wange gepflanzt und der Befehl erteilt, mich am nächsten Tag zu verpissen. Sie hatte, wie sie sagte, nicht das Herz, mir eine Nacht auf der schmalen Küchenbank zu verwehren.
Mein Engel, sagte ich, ich habe immer gewusst, dass ich mit dir rechnen kann. Wie sieht's aus? Kannst du bis morgen früh einen Hunderter entbehren? Kommt nicht in Frage, protestierte Thorsten, dem mein Schnaps schon zu Kopf gestiegen war. Du gibst dem Macker keinen Hosenknopf. Misch dich nicht in die Finanzen der Gnädigen, empfahl ich und entzog ihm die Flasche. Oh, ich drehe noch total durch mit euch beiden, sagte Lisa, als hätte ich mich mit diesem dumpfen Heini zusammengerottet. Ich bekam den Hunderter und behielt die Flasche. Am Tag danach ging ich aufs Sozialamt. Für sowas bin ich einfach nicht geschaffen. Einerseits habe ich nie gern gebettelt, andererseits kann ich nicht mit den Zynikern umgehen, die so oft solche Ämter bevölkern. Aus diesem Grund hatte ich wenig Erfahrungen mit Oslo Sozialämtern, was eigentlich seltsam war, wo ich doch so viele wirkliche Experten im Spiel um kommunale Kronen und Öre kannte. Ich umgab mich mit Menschen, die sich einen soliden Monatslohn und Deckung aller Ausgaben erlabern konnten. Diese Leute brauchten bloß etwas Speed einzuwerfen, die Sozialheinis in Grund und Boden zu quatschen und erst aufzuhören, wenn der oder die Betreffende geradezu darum flehte, den Scheck mit der Post schicken zu dürfen. Ich gehe nur mit der größtmöglichen Unlust den reaktionärsten Kräften in Norwegen zur Hand, aber es ist eine verdammte Tatsache, dass man nichts auf einem Sozialamt zu suchen hat, wenn man nicht über ein treffsicheres Mundwerk verfügt. Nun gut. Ich quälte mich also die Treppen des großen weißen Sahnekuchens hinauf und fand es überhaupt nicht witzig. Es war nicht daran zu denken, dass ich auch den Fahrstuhl nehmen könnte. Das hatte ich mir schon vor Monaten abgewöhnen müssen. Ich dachte an Charlie und an Rita, die das alles sicher viel besser wuppen würden, und an die wirklichen Profis, die bisweilen aus purem Bock solche Örtlichkeiten heimsuchten. Und plötzlich überkam mich der nahezu panische Drang, Charlie und Rita wiederzusehen. Es war ein direkt physischer Drang, wie das Verlangen nach der Morgenzigarette oder einem Glas Whisky, wenn man wirklich unten ist. Ich zwang mich weiter. Kohle. Zuerst Kohle. Ohne Kohle hast du nur dich selber anzubieten, und ich hatte das Gefühl, ich selber würde im winterkalten Norwegen nicht ausreichen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich noch mehr Pech mit der Wahl meiner Sachbearbeiterin haben könnte. Aber man weiß ja nie. Ein so großes Büro konnte sicher ein noch größeres Arschloch bereithalten. Noch bevor wir ein Wort gewechselt hatten, wurde mir klar, dass es nicht leicht sein würde. Ein riesiges Frauenzimmer von ungefähr 1,90 Meter schwirrte wie eine Furie hinter der Schranke herum, wobei sie entweder ihre Kolleginnen anpöbelte oder einem armen Teufel, der vor mir in der Schlange stand, die Mütze auf echte Proletarierart in der Hand, eiskalte Blicke zuwarf. Er wandte mir den Rücken zu, aber ich kannte seinen Gesichtsausdruck genauer. Ich erlebte nicht zum ersten Mal, dass Menschen wie Hunde behandelt wurden. Ich weiß nicht, was er Schreckliches verbrochen hatte. Vermutlich war er aus unfeinen Gründen pleite. Als er mich erblickte, besserte sich die Situation für den Armen ein bisschen, denn nicht einmal dieses enorme Weib konnte zwei erwachsene Männer auf einmal einfrieren. Vor allem nicht, wenn sie gleichzeitig ihre Peitschenstimme behalten wollte, mit der sie den anderen Sachbearbeiterinnen oder was die sonst waren erzählte, wo Bartel den Most holte. Offenbar schien sie mich sofort für ein attraktives Objekt zu halten. Die blauen Eisklumpen zu jeder Seite ihrer Nase einer reflektierten das Licht des zögernden Frühlingstages so stark, dass ich es bis in die Eier spürte. Ich trat an die Schranke und leierte meinen Namen herunter. Eine junge Frau, die tatsächlich mitten in dem ganzen Elend noch ein Lächeln hervorzaubern konnte, war die Rezeption in diesem Irrenhaus. Sie war süß. Und ich hätte sie am liebsten bei der Hand genommen, um mit ihr augenblicklich ins erstbeste Büro zu wandeln und dort bei einer Tasse Kaffee und ein paar Schecks meinen Bankrott in aller Ruhe zu diskutieren. Doch ich war kein Märchenheld und sie keine Königstochter. Ein Sozialamt bietet überhaupt nur wenig Gelegenheit für romantische Abenteuer. Frau Groß und Fies musste sich natürlich mit ihrem widerlichen Realismus einmischen. Das hatte ich zwar erwartet, es war aber trotzdem ein Schock. Wer sind Sie? Haben Sie einen Termin? Zwei korrekte Fragen, aber mir gefiel Ihr Tonfall nicht so ganz. Sie erinnerte mich an einen halbwilden Wachhund, der hinter einem Zaun herumkläfft. Ich sagte meinen Namen. Ich habe heute früh angerufen. Das ist fantastisch, dann glauben Sie, Sie könnten heute einen Termin bekommen. Das wurde mir gesagt. Wie? Mit wem haben Sie gesprochen? Sie blickte sich kriegerisch um. Die Betreffende hat sich nicht vorgestellt, sagte ich. Ich hatte die Stimme der Traumfrau hinter der Schranke zwar erkannt, hatte mich aber nie zum Denunzieren hingezogen gefühlt.
Außerdem wollte ich ein bisschen Sympathie auf ihr Herzenskonto einzahlen. Ja, wer konnte denn wissen, ob ich sie nicht irgendwann in einer witzigeren Umgebung wiedersehen würde? Im Hothouse zum Beispiel, dem Jazzmecker der Sozialarbeiter. Oder am Fjord, an einem glühend heißen Sommertag. Flatternde Schmetterlinge in der Luft, eine nussbraune Frauenbrust, die herrlich unsynchron mit dem Meer um die Wette wogt. Man weiß so wenig. Man muss sich eine lichte Zukunft verdienen. Ausfüllen. Die andere riss mich militant aus meinen Tagträumen. Ich erwachte stehenden Fußes mit einem Formular in der schönen Hand. Sie marschierte schnaubend in ein Büro. Eine Tür wurde zugeknallt. »Ist die Chefin immer so, wenn sie ihre Tage hat?«, fragte ich die Namenlose. »Danke«, sagte sie leise, so, dass nur ich es hören konnte. Das Schicksal hat eine bunt gewürfelte Bande zusammengetrommelt. Im Wartezimmer erkannte ich ein paar alte Speedfreaks, die auf ihren Plastikstühlen zitterten, vertieft in eifrige einseitige Konversation mit einem Schnüffler aus der Övregard, der sich kaum ein Wort abquälen konnte. Und mitten in diesem Dopesumpf saßen die verschüchterte Frau Hansen und die Witwe Olsen, Vertreterinnen der alten Schule, die sich noch an die Armenkasse erinnern konnten und die sich die ganze Woche vor dieser Begegnung mit denen gefürchtet hatten, die am besten über das Leben anderer Bescheid wissen. Die alten Mädels hatten sich ihre Handtaschen auf den Schoß gestellt und starrten vor sich hin. Vielleicht philosophierten sie ein bisschen über Jesu Wort, über die Sanftmütigen und alle himmlischen Leckerbissen, die sie erwarteten. Mitten im Raum lief ein Verrückter im Kreis und murmelte Beschwörungen. Er trug viel zu kurze Hosen und einen Mantel, der sicher bis zum jüngsten Gericht und länger interessante Anekdoten über seine diversen Besitzer hätte erzählen können. Weiter entfernt saßen 3-4 Frauen von der Straße und rissen Schwanzwitze, während sie Wagenladungen von Filterzigaretten pafften und das raue Lachen von sich gaben, das nur echte Nutten hinkriegen. Die Braven waren natürlich auch vertreten. Sie hatten ihren Nationalfeiertagsputz angelegt, damit niemand sie für die Sorte hielt, die ihre Almosen spornstreichs versäuft. Ein angespanntes Paar in den 30ern hatte sogar den Erben mitgebracht. Sie hofften wohl, dass der Anblick des kleinen Kerls ihre Sache stärken, das Sachbearbeiterherz schmelzen und die Kronen ins Rollen bringen würde. Von der ganzen Elendsbande bedauerte ich sie am meisten, da ganz klar war, dass ihr Plan in den Teich gehen würde. Der Knilch hatte nämlich gerade einen verdammt schlechten Tag. Er heulte und brüllte, führte sich auf wie ein mittlerer Hundezwinger und sein Äußeres sprach auch nicht gerade für ihn. Eine schlaffe Ruhe überkam mich, als ich mich setzte. Ich wusste mich in guter Gesellschaft, wusste, dass mein Schicksal und mein Leben diesen Menschen restlos Schnurz waren und dass gerade in diesem Desinteresse eine stillschweigende Solidarität lag. Nicht die Solidarität, die sich durch Schulterklopfen und Händeschütteln zeigt oder durch wehende Flaggen und Fahnen zum Ausdruck kommt. Nein, die Solidarität der Sozialamtskundschaft tritt leise ein. Sie beruht ganz einfach darauf, andere Notleidende in Frieden zu lassen. Während ich dieses blödsinnige Formular ausfüllte, konnte ich allerlei Wissen über diese Solidarität sammeln. Ein junger Mann zum Beispiel, in dessen Augen unverschleierte Paranoia liegt, verlässt den Fahrstuhl und geht auf die Schranke zu. Er hat Angst. Himmel, was hat er für Angst? Meine Liebste von Strand und Hothouse ist leider gerade nicht da. Ein anderes Frauenzimmer tritt herzu. Der Mann schwankt nervös hin und her, während er so gut wie möglich zu erklären versucht, was er hier zu suchen hat. An einem Mittwochvormittag, mitten im März. Wie wir alle, die wir vor ihm dort gestanden haben, hat er natürlich gar kein Interesse daran, dass sein Fall in aller Öffentlichkeit diskutiert wird. Nun, er steht also da und murmelt und seufzt, bis die Dame den letzten Rest ihrer geringen Geduld verliert und losbrüllt, worauf sogar der Verrückte in seinem Rundtanz innehält und sich interessiert in der Welt der Wirklichkeit umschaut. Aber Himmel, Herrgott, Mensch, Sie können sich doch nicht im Ernst einbilden, Sie könnten so einfach hier hereinschneiden, direkt aus dem Gefängnis und erwarten, dass wir... Hätte ich den Boden für den Mann öffnen können, so hätte ich es gerne getan und wäre mit dem größten Vergnügen mit ihm in neue und bessere Welten versunken, voller Diskretion und leicht erworbenen Tausendern. Doch ich konnte nichts anderes tun, als mir heimlich zu schwören, dass ich sein steifes Reptilienlächeln nie vergessen und dass ich ihn eines Tages als einen der vielen Helden des Alltags präsentieren würde. Er starb nämlich nicht vor Scham. Ich selber legte ein überzeugendes Beispiel für beherrschtes Auftreten an den Tag. Ich widerstand dem schier unerträglichen Drang, diese Person mit solcher Wut aus dem Fenster zu schleudern, dass Haar und Glasnüsse stoben. Alle anderen vom Feiertagsverein, über die Nutten bis zu den Narkofans, waren augenblicklich sehr damit beschäftigt, nichts gehört zu haben.
Wände und Decken wurden ausgiebig studiert. Man blätterte im ausliegenden Propagandamaterial über nicht existierende Jobs. Den Schnüffler überkam ein plötzliches Interesse für seine ausgelatschten Gummischuhe. Doch sobald der Ex-Knacki mit den abgenagten Nerven den Raum verlassen hatte, richteten sich ein Dutzend Blicke auf die alte Kuh hinter der Schranke, und wer nicht als Sozialarbeiterin geboren war, wäre von unserer kollektiven Verachtung augenblicklich getötet worden. Wir waren zu pleite, um so nahe bei den Geldsäcken zu rebellieren. Wir waren zum Betteln gekommen, und so konnten wir uns leider keine Revolution leisten. Jedenfalls nicht, solange man uns nicht klar und deutlich Nein gesagt hatte. Es ist so nicht anders, wenn man ein armes Schwein ist. Das ruiniert Ehre und Gewissen. Wir konnten dieser Möwenfotze nur unsere Blicke entgegensetzen, und das taten wir nach besten Kräften. Nach 2-3 Stunden kam ich an die Reihe. Ich hatte ja schon kapiert, dass auch dieser Tag mir nicht meinen endgültigen Durchbruch als Glücksjäger bescheren würde, und deshalb war ich auch nicht sonderlich verwundert, als unsere spezielle Freundin mich holen kam. Sie sagte kein Wort, ihr rechter Zeigefinger wies einen Moment lang auf mich. Dann nahm er blitzschnell die Form eines Fleischerhakens an. Ich folgte ihr nicht ganz freiwillig. Ihr Büro sah fast genauso aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. An den Wänden hingen die obligatorischen signierten Kinderzeichnungen. Tante Lone gewidmet. Eine Zeitschrift lag aufgeschlagen auf dem Schreibtisch und die Tür war von einem einige Jahre alten 8. März-Plakat verdeckt. Ich muss gestehen, dass ich blitzschnell an das Zuhause dieser Lohne dachte, denn ich war ganz sicher, dass sie ein Zuhause hatte. Ich versuchte mir vorzustellen, wo der Schrank stand und wer entschieden hatte, ihn just dorthin zu stellen. »Und nun zu uns«, sagte die Sachbearbeiterin Lohne, traurig und gereizt zugleich. »Es ist gar nicht so leicht, Ihre Schrift zu entziffern.« »Nein«, erwiderte ich, »aber wo ich schon mal zufällig hier bin, kann ich ja behilflich sein.« »Eins kann ich Ihnen jedenfalls sofort sagen«, sie studierte das Formular, »viel können wir für Sie nicht tun.« »Die auch nicht«, dachte ich. »Und was haben wir denn hier?« Sie beugte sich vor und platzierte einen kurzgeschnittenen Fingernagel auf die Rubrik »Beruf«. »Schriftsteller«, antwortete ich. »Ja, das habe ich schon befürchtet«, sie lächelte. »Das ist ja das Problem, Sie müssen eine Arbeit annehmen.« »Zum Ersten«, sagte ich, so ruhig wie ich konnte, »kann ich Ihnen als Schriftsteller mitteilen, dass der Ausdruck »eine Arbeit annehmen« in der norwegischen Sprache schon lange aus der Mode gekommen ist. Und zum anderen, Sie können sich doch zumindest arbeitslos melden«, meinte sie irritiert. »Ohne dass Sie auf dem Arbeitsamt gewesen sind, können wir hier für Sie gar nichts tun.« Ich dachte, es wäre ungesetzlich, sich arbeitslos zu melden, wenn man voll beschäftigt ist. »Ich arbeite an einem Manuskript, aber es wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich dafür einen Vorschuss bekommen kann. Diese Wochen möchte ich überleben und ich bin hier, um den norwegischen Staat zu bitten, dass er mir das ermöglicht.« »Voll beschäftigt, meinen Sie? Ich fürchte, Sie müssen in Zukunft mit Ihrer Schriftstellerei sonntags herumpuzzeln, wie die meisten anderen Künstler. Ich zum Beispiel kenne mehrere, die...« »Gib mir Essensgeld«, sagte ich. »Ich weiß, dass du mir das nicht verweigern kannst. Aufs Wohngeld kannst du pfeifen. Ich wohne nämlich nicht. Fahrgeld kannst du auch vergessen, ich fahre lieber schwarz. Und den ganzen anderen Kram, über den du mich eigentlich informieren müsstest, scheiß drauf. Spar dir Kronen, bis ein Schleimi kommt und dir hinten reinkriecht.« Ich erhob mich. »Aber gib mir mein Essensgeld.« »Ich weiß, dass der Schriftstellerverband einen Solidaritätsfonds hat«, regte sie an. »Ja«, sagte ich, »der Schriftstellerverband hat mir die Fahrt von Hamburg nach Oslo bezahlt. Ohne die Engel, die diesen Fonds verwalten, hätte ich nicht herkommen und mich erniedrigen können.« Ich ging hinaus und harrte meines Schecks, den die Papiermühle irgendwann ausspucken musste. Nach einer Viertelstunde brachte sie ihn und enthielt eine recht hübsche Zahl. Einen viel höheren Betrag als die lausigen Kronen, die man fordern kann, um 14 Tage zu essen. Sie lächelte, als sie mir den Scheck gab. »Tut mir leid, ich habe einen schlechten Tag. Dieser Beruf ist nicht immer leicht, wissen Sie?« »Unsere auch nicht.« Ich nickte dem Verrückten zu, der noch immer im Kreis lief.